YouTube, die Sucht, sie ballert rein. Ich bin voll im Rausch von Lords of the Fallen. Wir sind live auf Twitch. Wenn ihr dabei sein wollt, Link dazu in der Videobeschreibung. Ansonsten bewerten und kommentieren mit Hashtag Suchtkickt. Bin mal gespannt, wie viele am Start sind hier in Folge 3. Ich habe was Cooles rausgefunden. Naja, ich habe es nicht selbst rausgefunden, sondern ich habe mich mit der Thematik beschäftigt. Ihr kennt mich, ich mag es, irgendwie immer alle schmutzigen Tricks zu finden. Und den Trick zeige ich euch jetzt auch gerne. Und zwar müssen wir, Moment, teleportieren. Das habe ich auf Ruhen aus Versehen geklickt. Und zwar müssen wir hier ins Moor. Gimme more. Und wenn ihr eure Waffe schnell und easy verbessern wollt, ist das der magische Trick. Ich wähle mal ganz schnell wieder meine Waffe aus. Ich habe hier mal diese Keule getestet, die ist ganz witzig. Aber wir nehmen wieder unser Schwert, das ich auch schon ein bisschen gelevelt habe. Erstmal hier durch die Plörre. So, wir müssen den hier töten. Er war schneller. Das Schwert macht jetzt auch schon mittlerweile fies Damage. Dann brauchen wir die Laterne. Gehen ins Totenreich. Gehen diese Leiter hier hoch. Wenn wir es dürfen. So. Metzeln hier oben auch nochmal die hier weg, weil können nerven. Bams. Und hier habe ich einen ganz nicen Spot. Wenn ich Materialien farmen will. Boah. 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 Giftig. Wenn ich Materialien farmen will. Für die Waffe. Und hier kann man wohl wirklich alles farmen. Also kleine Klumpen. Mittlere Klumpen. Große Klumpen. Wenn sie denn droppen. Ne? Aber die Drop-Chance ist recht hoch. So. Gehen wir hier mal hin. Holen uns wieder zurück ins Leben. Geben uns eine Heilung. Hier steht einer rum und hier steht einer rum. Das ist ein dicker Brocken. Der auch ein bisschen was kann. Oh, jetzt kommt noch sein kleiner Kollege. Oh, da trifft er mich. Der hat auch eine fiese Keule mit Blutungsschaden. Alter, was macht er denn jetzt? Ich wusste gar nicht, dass er sich buffen kann. Hat er bei mir noch nie gemacht. Die können immer wieder neue Sachen. Finde ich jedes Mal äußerst faszinierend. So, erstmal den Kleinen wegholen. Der nervt nämlich nur. Alter. Aber wenn man den halt ballert, dann kriegt man die großen Klumpen. Ah, und was kriegen wir? Ja, hier. Großen Splittern. Da vorne gibt es noch mehr. In der Gegend war ich davor auch noch nicht. Ich habe jetzt immer nur hier diesen Weg abgeerntet. Alles klar, der will ein Duell. Aber die Armbrust ist, glaube ich, schneller als mein Bogen. Bam. Autsch. Die Armbrust kann man, by the way, auch farmen. Hält das eigentlich, wenn ich die Laterne anhab? Ja, ne? So eine coole Mechanik, wie ich finde. So, da oben sind nochmal welche. Und hier waren wir noch gar nicht im Spukwald. Und die hier, die mittleren Gegner, die geben halt die mittleren Klumpen. Und hier ist halt diese Farming-Meile. Da rennt man immer wieder zurück und hin und her und zurück und so farmt man sich eben fett. Das ist man auch wieder hier unten. An dem Spot, wo man gestartet hat. Und dann macht man das einfach immer wieder. Bis man halt die Klumpen hat, die man braucht. Soll im Moment
habe ich so gelesen, der beste Spot sein, um eben seine Waffe schnell, effektiv zu leveln. Die hier geben die kleinen Klumpen. Bam. Ja, beim letzten Mal haben wir ja diesen Horse-Boss besiegt. So, einmal den hier. Ah, nicht getroffen, mies. Der kommt jetzt hier wieder mit seinem Seuchendreck um die Ecke. Aber wir können verbrennen. Was auch cool ist. Ich glaube, mir fehlen noch zwei mittlere. Delirium, oder wie die heißen. Schön erstmal in den Kopf geäumelt. Wow, wow. Aber er burnt. Alter, der gibt. Tja, im Moment habe ich nicht so Luck, was das Farmen angeht. Ich würde gerne noch das Schwert einmal hochleveln. Ich teste auch mal die Armbrust. Ah, ich habe keine Bolzen. Hm. Da brauche ich andere Munition anscheinend. Stahlbolzen. Jetzt. Was ist er denn, der Dude? Autsch. Boah, das ist nice. Aber wenn ich jetzt diese Stahlbolzen einsetze und dann so ein Ding, kriege ich dann neue Stahlbolzen? Nee, ne? Die muss ich mir wohl beim Händler holen. Ich habe die Armbrust noch nie getestet. Munitionskosten 1. Ja, die anderen verbrauchen sich. Oh, hat er irgendwas verloren? Komm schon, ich will noch zwei mittlere Klumpen, dann bin ich hier durch. Na, jetzt habe ich aus Versehen das hier genommen. Schlabbern wir mal so einen hier. Und so einen hier. So, die sind schon mal weg. Oh, da liegt was. Könnte ein Klumpen sein. Und? Munition, Mist. Komm, gib mir einen Klumpen. Die stellen sich jetzt aber auch an hier mit den Splittern. Ey, ich liebe meinen Hut. Mein Hut ist absolut Kult. Ist ein toller Hut. Ich verbitte mir jegliche Kritik an meinem Hut. Wo sehe ich denn die Splitter? Hier. Okay, ich brauche sogar noch drei Stück. Aber dafür habe ich schon drei große gefarmt. Der ist nicht hässlich. Er ist nicht hässlich. Der hat Stil. Der Hut hat Stil. Oh, Alter, woher kommst du denn jetzt? Das ist ein stilvoller Hut. Frauen lieben diesen Hut. Ich bin immer gefragt, ey, Hübscher, wo hast du denn diesen geilen Hut her? Na, lass mich hoch.
Slams. Double Flames. Alter, beruhig dich, Bruder, beruhig dich. So, weggeburnt. Aber die Geier hier, die geben nichts. Brenn, du Sack. Und nothing. Die Splittermeile, du. Stirb! Ich sag, wir brauchen erstmal nur die mittleren. Erstmal nur die mittleren. Guten Morgen! An all die Party-Menschen da draußen. Ja, natürlich will der fliehen. Nee, irgendwie. Irgendwie. Vorführeffekt. Cursed. Okay, dann gehen wir mal weiter. Wir ruhen uns hier nochmal aus. Dann würde ich sagen, ziehen wir erstmal von dann. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Weg war. Zu dem Reiter. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da hingekommen bin. Irgendwo unten, durch die Tür. Im Totenreich. Das müsste hier gewesen sein. Was hat denn der da? Was hat der hier? Oh. Na, der gibt mir natürlich jetzt ein Fragment, aber eins von den kleinen. Das wäre cool. Kann man die Fragmente vielleicht irgendwie... Oh. Alter, wie viele kommen denn hier schon wieder? Kann man die Fragmente vielleicht irgendwie binden? Also, dass man aus 10 kleinen einen mittleren macht, das wäre halt geil. Black Soul! Dankeschön. Für mucho grande Support. Ach, hier ist ja der. Spuckmann. Oh Gott, der gibt aber auch wieder. Ich habe auch noch die hier gefunden. Die will irgendeinen Gegenstand von mir, wo ich auch nicht weiß, wo ich den finde. Alter, der da hinten gibt mir. Diese Pestärzte sind ätzend hoch 10. Stirb! Dankeschön. Die Welt von Lords of the Fallen ist sehr verwinkelt. Sehr, sehr verwinkelt. Ah, das habe ich wieder aus Versehen. Bams. Da ist noch ein Pest-Johnny. Und da hinten war noch einer auf Stelzen. Ich hoffe, der... Der geht mir mal nicht auf den Sack. Oh, Alter, das Gift von denen.
stinkende Stiefel. Nice. So ein paar schöne Stinkestiefel habe ich mir natürlich gewünscht. Stinkender Panzer. Auch gut. Da werden Träume wahr. Wo geht's denn hier lang? Ich sag hier drin, ich habe keine Orientierung. Ich habe absolut keine Orientierung. Psst, hey. Hand of Keystra, dankeschön. 220 Bits am Morgen vertreiben Kummer und Sorgen. Wie man so schön sagt, ne? Dankeschön. Autsch. Och ne, bin ich schon wieder komplett vergiftet. Okay, jetzt bin ich da, wo es weitergeht. Aber ich bin schon wieder vergiftet. Ja, hier in der Gegend muss man sich ein Gegengift einpacken. Sonst wird's unschön. Weil das Gift, das nudelt dich so hardcore weg. Da ist man echt froh, einen Bogen zu haben. So. Ach, das Ding hat sogar noch gefehlt. Ich dachte, das hätten wir schon offen. Aber nix da, Kollege. Warte mal, wo geht denn hier der Tumor hin? Irgendwo durch die Plattform hier. Da drüben. Da komme ich aber nur ran, wenn ich das Brett runterlasse. Wie komme ich da oben drauf? Lass mal hier durch. Hier gab es doch irgendwie einen Weg, wie ich oben drauf gekommen bin. Geh weg, du Seuchen-Johnny. Hier lang. Oh ja, hier waren ja richtig viele von diesen komischen Parasiten. Ich erinnere. Boah. Achtung. Na, 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 na. Hör auf mit deinem Gift. Hör auf mit deinem widerlichen Drecksgift. So, und irgendwo hier müsste ich jetzt das Brett eigentlich runterlassen können. Bams. Da drüben, ne? Ja. Bam. Bam. Nice. Oh. Jizz, man. Okay, hier ist eine Leiter, die habe ich auch noch nicht aktiviert. Ich finde es krass, wie groß und verwinkelt dann doch das Gebiet hier ist, ne? Autsch. Oh nein, 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 nein. Gift, 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 Gift. So, jetzt schauen wir erstmal, ob wir hier... Woher kommen die denn jetzt? Hier aus der alten Schwitzhütte. Johnnys alte Schwitzhütte. Ob ich live bin? Ja, ich bin live. Oh no, 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 no.
No, 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 no. Jetzt habe ich den Reaper an den Hacken. Yikes. Geh weg, Alter. Kein Bock, jetzt hier drauf zu gehen. Klar, wieder ein kleines Fragment. Ja, Chat, ich bin live. Das hier ist live. So, gehen wir mal noch hier ganz kurz entlang. Hier oben ist eine Leiter, die man irgendwie runtertreten kann. Nur ich habe halt keine Ahnung, wie. Und hier bin ich ja wieder nur in diesem Zentrum, wo wir ja schon waren. Geh weg! Ich kann dich nicht leiden. Alte Pestbeule. So, ich muss hier runter. Ja, da war noch eine Wurzel. Aha. Bam. Jetzt habe ich endlich den Weg hier. Nice, 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 nice. Very, very nice. Nur die große Frage ist, was hat das jetzt gebracht, ne? Oh, eine Kiste. Maske der Engel der Leere. Klingt sexy. Aber nicht so sexy wie mein Spitzhut. Das ist eine ganze Montur gewesen. Panzer der Engel der Leere. Uff. Hot. Der Engel der Leere. Aber Rüstung kann man leider nicht verbessern, ne? Alter, das sieht aber geil aus. Leck mich am Ärmel. Das sieht geil aus, ne? Chat. Das sieht schon sehr, sehr geil aus. Ich weiß immer noch nicht, wie ich die Leiter da hinten bekomme. Noch so viele Geheimnisse. Wie komme ich denn an die Stelle? Da liegt nämlich auch ein Item. Denkt ihr, jeder Dritte trägt das Ding hier? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Weil man braucht ja auch Stats, ne? Ah, lass mal hier. Kann ich hier runter? Alright, ich muss den hier wieder... Den hier wieder runterschooten. Mm-mm. Genau. Bam. Boah, ich hasse dieser ganze Giftkram. Jetzt visiert er wieder alles an, nur nicht den da oben. Weißt du was? Feind in der Nähe. Ah, Dreck. Ich muss nämlich hier gleich raus aus der Geisterwelt. Geht's.
Sonst kommt wieder der Reaper. So, jetzt baller den weg. Nervige Dudes. Absolut nervige Dudes. Oh, nö. Und noch so ein Zombie. Und hier bekommen wir auch das Item. Wow. Das war das Item. Mehr nicht. Ich habe gedacht, wir kriegen da irgendwas. Naja, irgendwas, was ein bisschen besser ist, zumindest. Kleines bisschen. Das ist ja total wack. Eine Handvoll Dreck gibt's. Mehr gab's nicht. So, hier war der Boss. Das war Boss Area. Whams. Den haben wir gelegt in der letzten Folge. Und möglicherweise geht es hier weiter. Kavusch. Latimer, in death, may you continue to shine as the radiant paragon you are in life. And may your dedication to our cause be remembered evermore. Der alte Lancer, dankeschön. Interagieren. Okay, wir läutern. Was soll schon passieren? Wir läutern. Okay, das sieht schon geil aus, ne? Die Rüstung. Also designsmäßig finde ich das alles sehr, sehr schick. Das macht schon sehr Bock. Okay, was hat das jetzt gebracht? Wo muss ich jetzt hin? Ich habe geläutert. Aber wo geht es jetzt weiter? Wo geht es nach der Läuterei jetzt weiter? Moment, bin ich hier runtergesprungen, dann geht's hier drüben wahrscheinlich weiter, ne? So, Franz Läuterer. Eine ganz schön cleane Gegend. Auch in der Umbrella-Welt. Es kommt hier wieder ein bisschen Schmiotter. Alright. Das ist neu. Benilas, du hier? Crazy. So. What is this? Och nee, noch mehr Giftseuchenviecher. Wann ist denn mal hier Giftseuchenschluss? Lass mich ja nie wieder in Ruhe. Die kleinen Drecksviecher hier. Guckt euch das an! Immer wenn du denkst, jetzt
Jetzt muss mal hier ein bisschen Frieden einkehren in die Welt. Kommen 20.000 neue. Munitionsumhängetasche. Was ist das denn? Mit unterschiedlicher Munition. Ich verwende mal eine. Was bekomme ich denn da? Bekomme ich da rein zufällig irgendwelche Bolzen? Giftwurfspeer. Wurfsteine. Also eine Menge Kram gibt's da. Okay, warte mal. Das ist doch wieder das Freudenfeuer da hinten. Boah, die Musik hier ist irgendwie total spooky, ne? What is this? Ein Ring. Okay, das gibt Inferno und Strahlen. Widerstand gegen Gift. Ich habe jetzt Ausdauer und Leben. Ah, warte mal. Ich glaube, hier hinten geht's zur Leiter. Hier ist eine Leiter. Und dann müsste hier noch eine Leiter irgendwie kommen. Würde ich meinen. Ja. Oh, da hinten ist schon wieder so ein Giftikus. Klar. Klar, klar, klar. Nein, du sollst... Oh, du sollst den Doc angreifen, verdammt! Spiel! Schlimmster Feind, sag ich, ist die Kamera. Boah, das Feuer burnt. Ich muss mir so Giftwiderstand-Dinger mal in die Auswahl reinholen. Hau mal das hier raus und wir holen uns hier. Das macht Giftschaden. Das macht Giftheilung noch besser. Ich schlabber direkt mal eine. Ist dann alles weg da unten? Alright. Das Leben direkt leichter gemacht. Direkt das Leben leichter gemacht. Was geht hier drüben ab? Die fetzen sich gegenseitig. Da fetze ich doch mal mit rein. Und keiner hat hier so einen mittleren Splitter. Das ist ja großartig. Kiste! Anhänger der Last. Ein Anhänger aus mehreren Klauen und einem kleinen, moosbewachsenen Schädel verursacht mit jedem Statuseffekt, der einem Feind zugefügt wird, zusätzlichen Schaden. Verbessert euer Inferno und Strahlen, um mehr Einsicht zu erlangen. Ah, der ist noch nicht mal voll... Okay, ich muss Inferno und Strahlen verbessern, wahrscheinlich damit der sein volles Potenzial entfalten kann. Anscheinend kann das Ding noch mehr. Oder wieso sollte dann der Text da unten stehen? So, jetzt habe ich die Abkürzung hier. Hier ist jemand gestorben.
wieso auch immer. Unten pullern welche rum. Flupp. Von hier bin ich gekommen. Hier lang. Ey, das ist so ein Labyrinth. Das ist so ein dreckiges Labyrinth. Geh mir aus der Sonne, Bruder. Geh mir aus der Sonne. Keep rolling. Oi. Go away. Viermal von diesen Fragmenten. Nur leider brauche ich sie nicht mehr, ne? Abkürzung. Nur leider brauche ich die Fragmente nicht mehr. Wo bin ich jetzt? Bin ich jetzt hier wieder bei dem... Aha. Aha. Ach, jetzt kommen wieder diese ganzen Drecksviecher. Wo bin ich jetzt? Ist das Moor? Nee, Moment. Das hier ist doch jetzt verlassene Aussicht. Das ist das... Das ist das Moor, wo... Wo meine Route ist. Ja, ich will noch einmal die Route laufen. Ich habe hier Glück und kriege Klumpen. Vielleicht haben wir Glück. Und wenn nicht, dann geht's direkt weiter. Bam. Gifty, die alte Seuche. So, mit dem heiligen Flammenschwert der Macht. Boah. Na, jetzt kommt der Kleine und schlägt mir eins rein. Ist das wieder ein großer Klumpen? Ist, nee, ist Blutungsheilung. Ich dachte schon, weil ich finde so viel öfter einen großen Klumpen als einen kleinen Klumpen. Oder einen mittleren vielmehr hier in dem Fall. Bam. Och. Nicht getroffen, das gibt's nicht. Wow. Falsch. Uff. Alter, der macht mich fertig. Die Bushboys hier, ne? Boah, hier oben war ich ja noch gar nicht. Gibt's hier einen Klumpen? Zerschlagungsheilung. Hier rennt doch eigentlich noch einer rum. Oh, da oben ist auch noch ein Schütze. What? Da war ich mich immer davor. Wo ist denn der Schütze jetzt? Hier geht's ja richtig weiter hoch. Da ist ja noch ein Riese. Ah. Oh, der macht mich jetzt nass. Diese kleinen Typen blocken halt so mies alles weg. Okay, da oben ist auch noch ein Weg.
Ich hatte keine Ahnung. Ich hab nichts gewusst. Ja, da ist dann nochmal einer von den richtig fetten Boys. Geht's da denn richtig weiter? Geht's da in ein anderes Gebiet? Ja, scheint ja kein Ende in Sicht zu sein. Boah, das ist halt auch ein Koffer. Müsste der nicht eigentlich runtergesaugt werden? Wow, 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 wow. Da wurde jetzt natürlich wieder der Entdeckerdrang geweckt in meinem Entdeckerherzen. Aber bald kommt der Reaper. Ach, ich bin auf der anderen Seite von diesem Monstervieh. Dieses komische Drecksvieh, was uns gefressen hat. Ein Schwert. Ah, das hier stürzt ein. Okay, ich verstehe. Ja, dann nix wie weg hier. Bevor wir hier noch volles Pfund aufs Maul bekommen. Alright. Ach, guck mal hier. Kann man da durch? Wo bin ich jetzt? Reif. Okay. Oh, so ein Lacher. Wow, 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 wow. Uff. No. Okay. Ab zum Weiler. Nee, es gibt soweit. Ich weiß keine Map nehmen. Oder vielleicht doch. Und ich habe sie all die Jahre nicht gesehen. What? Irgendwas knurrt. Es gibt nämlich keine Pause. Ich habe hier ein Schwert gefunden. Was braucht das denn? Agilität. 25 und Stärke 15. Okay, das macht auf jeden Fall ultra den Damage. Wiegt aber auch ordentlich was. Boah, Alter, das ist ein Schwert, du. Dagegen wirkt meins hier richtig billig. Dungeon Lords halt in neu? Das hier ist Dungeon Lords in neu? Hier, eine Karte. Oh, yes. Ein Delarium-Klumpen. Ich sammle ja irgendwie Karten ein. Gesten, Quests, Ringe, Anhänger, Panzer, Zauber, Munition. Tagebuch. Oh. Das ist wohl das einzige Kartenähnliche, was ich habe. Ist der Reaper wie der Butcher in Diablo 4 oder Diablo 1?
Ja, also der ist so, na nee, also er ist schon, der Butcher ist ja random in Diablo 4. Na, das heißt ja nicht, dass der, okay. Auf einmal Feuerhunde. Die explodieren. Nice. Der ist ja random. Und hier kommt der Reaper. Der kommt ja hundertprozentig. Sobald du diesen Multiplikator 3 hast, kommt der so oder so. Wow, 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 was sind das jetzt für Dudes? No Gift. Durchdringendes Licht. Grobe Mangelaxt. Ja, die ist aber Schrott. Die grobe Axt. Okay. Who let the dogs out? Oh oh, ey, das ist eine miese Gegend. Hier sind direkt irgendwelche alten Flatterweiber. Das sieht doch mal deutlich schicker aus als der hässliche Sumpf. Nehme ich mal alles mit. Ah, da hinten ist noch ein Schütze. Vergiss es, Alter. Vergiss es. Alles ist überwuchert. Sieht so aus, als würde ja bald wieder ein Boss kommen. Da ist er auch schon. Ey! Och, das muss doch nicht sein. Alter! Wow! Ey, nicht einmal getroffen, ne? Oh mein Gott, der kann sich auch klonen. What the? Ey, boah, der ist ja super schnell. Blutroter Rektor Percival. Das wird ein Spaß. Da brauche ich ein Schild. Gib mir mal ein Schild. Vielleicht nehme ich da doch lieber wieder mal... Na, der Helm ist einfach besser. Bin ich einfach stabiler unterwegs. So, here we go. Ist das Loot? Nee. Okay, aus irgendeinem Grund habe ich hier ein bisschen Seele eingesammelt. Direkt hier so ein Feuerköter. Das sind schon ekelhafte Dudes.
kommen die denn jetzt her? Oh, der hat auch noch einen Parasit. Bams. Und was hast du? Wieder so eine blöde Axt? Nee. Warte mal, war hier nicht irgendwo ein Blumenspot? Hätte schwören können, hier war einer. Da drüben. Nochmal ein kleines Fragment. King Harry, dankeschön für den Sub. Alter, er visiert sogar diese blöde Laterne an. Dieses Anvisieren. Ist so pain in the ass. So unangenehm. Drüben möchten sich wieder alle nieder. Achso, der macht jetzt nicht mehr diesen coolen Schwung. Ich glaube, die droppen auch alle nix, weil die hier diesen Fight haben. Sobald die irgendwie miteinander kämpfen, droppen die nix. Okay. Der hat, glaube ich, Strahlenmagie, ne? Ich würde mal sagen, ja. Let's go. Boah, jetzt kommt er hier wieder mit seinen Kopien. Macht aber auch einen Schaden, der Dude. Da kommt direkt der nächste Angriff. Alter, was? Was hat er denn für eine Reichweite? Der Pader. Warum kann ich hier nicht blocken? Was macht er jetzt? Jetzt bufft er sich wieder. Autsch. Autsch. Oh, weg, weg, weg. Ah, ich hätte weggehen sollen. Ich war zu gierig. Ich hatte noch zwei Heilungen. Der Kollege brennt auch noch. Okay, den kann ich irgendwie nicht blocken und auch nicht parieren. Seine Klone gehen auch komplett durch. Okay, laufen wir direkt durch. Warte, wo war das? Hier längs. Einfach durch, alles ignorieren und rein.
Wir sind ja eh hier beschäftigt mit Krieg. So, lassen Sie mich mal rein. Nö, geht durch wie Butter. Nee, der ist echt baff, was das angeht. Autsch. Boah, nee. Gibt's ja nicht. Auch diese Reichweite, die er da noch mitbringt. Und doch lieber zweihändig wieder. Machen wir da wieder seinen Freund. Na. Weißt du, er bringt direkt hier Cousin mit. Percival. Er geht direkt auf Kuskeng. Was hast du vor? Was hast du vor? Bin er wieder in diesen Priestermodus. Nein! Alter, ist das mies. Keine Heilung mehr. Nur noch so ein Klumpen. Aber es ist nicht genug. Oh, was? Alle guten Dinge sind drei, ja. Der Rektor. Die Gier ist die häufigste Todesursache in Souls-like. Das stimmt leider. Das ist leider wahr. Man ist einfach zu greedy. Einfach zu greedy. Aber bei dem ist Dodgen auf jeden Fall deutlich besser. Gehen Sie rein, gehen Sie ran. Na, jetzt holt er wieder hier seinen Kollegen dazu. Brenn! Percy, brenn. Das ist so ätzend, wenn er dann so dodgt und seinen Kumpel da reinholt. Und er holt wieder seinen Kumpel. Alleine kann er nichts, ha? Huh? Muss immer gleich die ganze Familie mitbringen, der Sack. Boah. Ach Mist, hätte ich nicht angreifen dürfen.
Nein, 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 nein. Er holt wieder einen Klon. Holt wieder einen Klon. Holt wieder einen Klon. Hör doch mal auf mit den Klonen, Alter. Was hast du vor? Ach, und da holt er wieder einen Klon. Der heilt sich auch mit dieser dämlichen Aura, was echt ätzend ist. Ah. Komm! Ah, alle guten Dinge sind wirklich drei. Sünder verurteilt. So will ich das sehen. So will ich das sehen. Immer schön weg mit den Sündern. Der alte Percy. Oh, ich glaube, wir können unser Schwert verbessern. Blutgier. Blutgier. Rostige Schneide. Wo ist denn Blutgier? Hier oben. Blutgier. Was brauche ich denn dafür? Inferno. Kann bluten und anfackeln. Hm. Ob das gut ist? Oh, 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 oh. Man hat hier nie Zeit, mal ein bisschen an. So. Immer muss man hier alles aus dem Weg räumen. Was ist das denn hier? Ein Aufzug. Führt nach oben. Das geht aber weit nach oben. Ob da Pfeile was bringen? Das Problem ist bei den Pfeilen. Ach, guck mal hier. Himmelsrastbrücke. Ah, look at this. Das hier auf. Das Problem ist. Nochmal hier. Klumpen. Das Problem ist, dass das Anlegen mit den Pfeilen halt auch seine Zeit benötigt. Ach, jetzt bin ich wieder hier in der Drecksgegend. Da kommt böse Erinnerungen hoch. Okay, das ist einfach nur ein Way Back. Ja, das Anlegen vom Bogen dauert halt auch immer eine Weile, bis der komplett durchgespannt ist. Und ich finde, der ist eher nur dazu da, wenn du halt wirklich Gegner hast, die so auf lange Distanz irgendwelche Charge-Angriffe machen, dann kannst du denen noch vielleicht ein paar Damage reindrücken. Oder halt um zum Beispiel jetzt halt diese Pestdoktor oder sowas wegzuholen. Dafür ist es ganz nützlich, finde ich. Autsch. So, hier sind alle RIP. Ja gut, dann war das jetzt hier nur ein Weg, um nochmal in das alte Gebiet zu kommen und halt ein Boss. Na gut.
Es ist, wie es ist, ne? Oh, der hat wieder hier. Oh, 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 nee, 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 Alter. Nee. Kein Bock jetzt zu sterben, ich habe keine Heilung mehr. Alright. Der hat ja einen Parasit, den hätte ich noch raussaugen müssen. So, dann gibt's den Weg noch. Die Fitzroys Schlucht. Dem alten Fitzroy seine Schlucht. Ah, ich wollte ja noch zurück. In die Bastion. Das machen wir auch gleich. Hm, habe ich genügend Kraft? Inventar. Ich wollte eh mal hier... Bam. So, jetzt habe ich definitiv genügend. Das müsste eigentlich reichen. Himmelsrast. Wisst ihr, was mein Hut eigentlich wirklich ist? Das ist eine Eselskappe. Kennt ihr noch die Eselskappe aus der Schule? Zu meiner Zeit gab es sowas nicht mehr. Die meisten werden es auch nicht wahrscheinlich live erlebt haben. Nicht genügend Materialien. Wenn man dumm war, hat man so eine Kappe aufgesetzt bekommen. Trottelmütze halt, ne? Ach, das Schild kann man auch verbessern. Der Schild, das Schild. Den Bogen mal machen. Weil bis jetzt habe ich einfach nichts Besseres gefunden als den Bogen. Stabilität. Habe ich irgendwas zu verkaufen? Eins von denen. Bei Rüstung schon wieder irgendwie 1000 Sachen doppelt. Immer mal ein bisschen Ordnung reinbringen. In den Saustall. Yo, sieht gut aus, sieht gut aus. Doch, das gab's wirklich. Das gab's wirklich. So diese. Also, ich wurde auch schon als Kind in die Ecke geschickt. Zu meiner Zeit. Ich hatte halt noch richtig Pech. Ich war halt so ein Kind des Umbruchs. Moment. Und zwar zu meiner Zeit. Da hatte als ich in die Grundschule gekommen bin, hatte ich eine Lehrerin, die eigentlich durch war. Wir waren ihre letzte Klasse. Und die war noch so eine, die hat echt die Nazi-Zeit miterlebt. Jetzt kein Witz. Ja, ich bin ja schon ein bisschen älter. Und die war auch richtig hardcore drauf. Und mein erster Schultag werde ich nie vergessen. Der kleine, glückliche Kies, der sich gefreut hat, in die Schule gehen zu dürfen. Endlich ist es soweit. Die hat mich so fertig gemacht. Ich wollte auf Toilette, ja, und da hat die mich richtig rund gemacht. Ich meine, ich war 6 Jahre alt. Ich bin im April geboren, im August wurde ich eingeschult. Ja, ich war frische 6 Jahre alt. Ich war also auch noch so einer von diesen Frühlingen, ne. Es gibt ja so Leute, die sind ja schon eine Weile 6, bis sie in die Schule kommen, oder andere fällt es dann erst auf 7, ne. Und ich war halt noch nicht lange 6 und war noch mehr 5 als 6. Und hab dann gefragt, ob ich auf die Toilette darf. Und da hat die mich so vor der ganzen Klasse irgendwie bloßgestellt. So richtig so, der kleine Herr Kiescho hier will auf die Toilette. Mhm. Und ich dachte mir so, okay, was geht jetzt ab? Und dann hatte die mich gefressen. Danach hat die mich gehasst. Nur weil ich auf Toilette musste. War's vorbei mit ihr. Hab ich's versaut gehabt auf Lebenszeit. Oh, da hinten ist irgendein Bomberschütze.
Da ist der Bogen halt Gold. Da ist der Bogen halt einfach nur Gold wert. Kannst du so einen ätzenden Pisser wie den hier, irgend so eine Schlange oder sowas ist das. Ja, da war ich bei der Lehrerin unten durch, Day One. Und leider war ich auch so ein Kind, wo sich dann quergestellt hat. Ne? Ich war da natürlich verletzt, habe mich dann quergestellt, um das Schulsystem zu bekämpfen. Ist zu dem Zeitpunkt keine gute Idee gewesen. Heutzutage ist es ja anders. Heutzutage haben die Eltern auch viel mehr Rechte. Ja, heutzutage kannst du wirklich als... können die Eltern viel mehr machen. Der pädagogische Ansatz ist heutzutage viel, viel weiter. Natürlich will ich damit nicht sagen, dass alles perfekt läuft, bevor jetzt wieder einige rumholen. Nee, aber in der Schule gibt es immer noch viele Missstände. Ja, in jedem System gibt es immer noch viele Missstände. Aber damals... da warst du gefressen, ja, und dann hattest du auch keine Chance. Wenn die Lehrerin irgendwas der Direktorin gesagt hat, dann hat die Direktorin das auch geglaubt, ne? Dann hieß es so, ja klar, klar, machen wir den kleinen Bastard fertig. Wenn sie sagen, das ist ein kleines Arschloch, das fertig gemacht werden muss, let's do it. Dann ist der Sack fällig. Dann ist der Sack fällig. Ja, so waren die halt drauf. Meine Mutter ist natürlich reingerannt und alles und hat sich dann auch mit den Lehrern... gekloppt und hat versucht irgendwas zu bewirken, aber keine Chance. Gab auch keine Schulalternative, wo ich hin konnte. Verpflichtet in die Schule zu gehen. Wechseln war nicht möglich, weil das die Schule meines Bezirks war. Das musste alles die Direktorin auch absegnen. Ich konnte auch nicht einfach in eine andere Klasse und ich hatte es schon schwer durch... Ich weiß auch nicht, ich habe so eine Anti-Autoritätskrankheit. Wahrscheinlich bin ich deswegen auch ganz zufrieden, dass ich selbstständig bin. Aber ich hatte schon im Kindergarten das Problem, dass ich auch da schon eine Erzieherin hatte, die irgendwie... Ich weiß nicht warum, ich meine, ich... Klar, einige Kinder sind kacke, kann ich mir gut vorstellen. Laut meiner Mutter war ich nicht kacke, aber es ist... What the... Was ist das denn? Was? Alter, was ist das denn für ein asozialer, unfairer Dreck? Laut meiner Mutter war ich nicht kacke, aber Mütter müssen wahrscheinlich sowas sagen. Ich kann mich auch aus einigen Szenarien aus dem Kindergarten erinnern. Ich war halt ein lebhaftes Kind. Ich war schon immer so jemand, der gut reden konnte. Der viel als... Ich traue mich jetzt, das nicht anzufassen. Der einfach so ein kleiner Entertainer war. Und das mochte man halt nicht. Kinder, die lebendig sind, sind nie gut. Ja, die sind dann hyperaktiv. Gib denen mal Ritalin. Der ist 6 Jahre alt, der hat Spaß im Leben, der lacht, der springt. Ist gefährlich, muss weg. Alter, ich hab Fitzroys Schwert. Und ich hatte halt schon damals eine blöde Tuse im Kindergarten und die hat auch dafür gesorgt, dass ich halt aus der Kindergartengruppe isoliert werde. Also ich durfte nicht in dieselbe Klasse wie meine Freunde aus dem Kindergarten. Weil der Kindergarten, die Schule, die waren halt verbandelt. Also das war ein großer Hof und der Kindergarten war halt so abgegrenzt abseits. Ne, das war halt so ein Schulgelände. Und die hat halt schon dafür gesorgt, dass ich nicht zu meinen Freunden in die gleiche Klasse durfte. Und einige meiner Kindergartenfreunde kenne ich heute noch, ne? Also eine meiner besten Freundinnen kenne ich seit 3 Jahren Kindergarten. Mit dem habe ich auch immer noch regelmäßig Kontakt. Das ist halt auch was extrem Seltenes, ne? Dass du jemanden so lange kennst, seit Kindergarten. Dass sich jemand wirklich dein ganzes Leben begleitet, das ist unglaublich selten. Und nicht so entfernt, ja, den Stefan, den kenne ich noch aus dem Kindergarten, ja, Kontakt habe ich nicht wirklich, aber weißt du, wie es ist, alte Zeiten und so. Sondern so richtig eine Freundschaft halt noch, wo man sich halt immer und immer wieder sieht und Dinge noch unternimmt. Und ja, die hat mich schon isoliert,
Die hat mich schon damals isoliert, weil sie gesagt hat, der ist frech, der muss weg. Weil das macht halt eine Menge mit einem Kind. Und dann noch so eine Altlehrerin reingedrückt bekommen, die dich direkt dann mal vor fremden Leuten noch bloßstellt, weil du kennst ja die... Ah, schieße ich ihn aus Versehen an. Du kennst ja die Leute nicht, sage ich jetzt mal. Bist ja auch ganz neu, neue Kinder und so, bist ja aufgeregt. Da war ich halt direkt gebeutelt. Und das war auch dann für mich der Bruch mit dem Schulsystem. Ich hatte dann auch wirklich extreme Schwierigkeiten in der Schule. Die ersten 2 Jahre. Und dann kommt natürlich der Lehrerwechsel, ne? Dann kommt der Lehrerwechsel. 3. und 4. Klasse kriegst du einen anderen Lehrer. Und ich hatte eine Lehrerin, die war super lieb. Super lieb. Die war aber leider schwanger zu dem Zeitpunkt. Und deswegen hatte ich die nur sehr kurz. Und ich bin so aufgeblüht. Ich bin so aufgeblüht. Auf einmal Einsen. Kistra macht mit. Kistra strengt sich an. Kistra macht seine Hausaufgaben. Das ist doch so ein lieber Junge. Ich weiß gar nicht, was die Lehrerin davor hatte, denn die hat die sogar gewarnt vor mir. So richtig, oh, das ist ein kleiner Jugendstraftäter mit seinen 8, 9 Jahren. Vorsicht, ne? Der ist brandgefährlich. Der ist ein Killer. Na, die hat die richtig gewarnt vor mir. Und dann ging alles so bergauf, ne? Oh nein, der Vernichter. Alter, what is going on, Mr. Vernichter? Muss doch nicht sein, Alter. Und dann, weil die aber schwanger war, ne, ist die halt aus dem Lehrdienst erstmal ausgeschieden, verständlicherweise. Und dann habe ich wirklich die alte Lehrerin wiederbekommen. No shit. Ja, ich habe die wiederbekommen und dachte mir nur so, oh nein. Und dann ging der ganze Scheiß wieder von vorne los. Und in der 4. Klasse war ich sie dann los, aber da war ich dann schon durch mit dem Schulsystem. Da war dann schon der kleine Mann gebrochen. Leider. Aber dem könnte man jetzt wahrscheinlich ganz gut mit dem Bogen arbeiten. Guck, dann kannst du schön einen mitgeben. Was ist das denn hier für ein Ding? Ich glaube, mein Schwert ist hier nicht die richtige Wahl. Och nö, oh, pff, der visiert natürlich wieder diesen komischen Nippel da hinten an. Wie ich es liebe. Ich glaube, Mr. Vernichter wird nicht brennen. Mhm. Jo, Mr. Vernichter, Sir. Da hinten ist Ende. Ach Mist. Boah. Oh, come on. Das war's schon mit der Heilung. Und ich hau erstmal daneben und passiere richtig. Wie habe ich ihn eben wieder nicht getroffen? Das gibt's doch gar nicht. Nice block, dude. Nice block. Okay, er macht wieder so einen komischen Disrespect-Token. Diese
Token haben schon Sinn. Ich verstehe schon, warum er die macht. Weil du visierst die an. Das ist richtig freudig. Alter, wie viele von denen will er denn machen? Oh, ich... No! Was ist das denn jetzt? Ich hänge in der Ecke. Oh, wie mies. Oh, hängt der auch? Was macht er jetzt? Was macht er wieder so einen Nippel? Na, 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 weg, 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 weg. Oh. Was? Was? Irgendwas hindert mich am Fortschritt? Ist tot, aber was hindert mich denn? Irgendeine Umbrella Entität. So, RIP. Da ist der Bogen dann Gold wert. Bei solchen Geschichten. Aber wir gehen nochmal kurz hier oben. Auf der Brücke konnte ich mir so einen Knoten machen. Machen wir mal schnell. So. Bam. Ja, nach der vierten Schulwechsel. Aber ich habe meine Noten so runtergebuttert, dass ich direkt straight auf die Hauptschule gekommen bin. Und leider war das eine echt schlimme Hauptschule. Also richtig, richtig, richtig unterstes Niveau. Schon damals einen hohen Ausländeranteil. Und da ging es dann nicht genügend Materialien. Wie viel habe ich denn? Ich dachte, wir hätten genug. Ach, ich habe erst eins. Oh, warte. Ach, ich brauche jetzt diese anderen. Diese... Was ist das? Plus 7 brauche ich jetzt zwei von diesen mittleren. Ja, und da ging es dann auch einfach nur noch mehr bergab. Also meine schulische Laufbahn, die war eine Schlittenfahrt nach unten. So richtig. Ich habe es richtig, richtig, richtig verkackt. Auf allen Ebenen. Erst später, aus irgendeinem Grund, als ich älter wurde, vielleicht auch ein bisschen schlauer wurde, habe ich dann noch mein Abitur nachgeholt. Real in einem Jahr gemacht. Normalerweise musst du 2 Jahre machen. Früher war das so. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ich kann für den heutigen Standard natürlich nicht sprechen, weil das ja auch alles schon wieder ewig her ist. Aber früher musste man... Oh. Treffe ich dich? Früher musste man 2 Jahre machen. Man konnte aber auch, das gab es auch bei uns, man konnte auf Berufsschulen gehen und zum Beispiel mit Elektriker zusammen. Oder mit Metallbau oder so, da gab es dann verschiedene, die man auswählen konnte. Konnte man das zusammen machen, 2 Jahre, und hatte dann anerkannten Realabschluss. Das gab es bei uns früher auch. Das habe ich auch versucht. Nur habe ich halt da noch zu viel Kacke gebaut. Da war ich halt ein richtig mieser Typ, weil wenn du das halt von klein auf irgendwie hörst, dass du ja eh ein Arsch bist, dann wirst du irgendwann zum Arsch. Aber ich hatte dann auch wieder einen Lehrer, Deutschlehrer damals, der hat halt an mich geglaubt
und hat mir halt ein gutes Gefühl gegeben. Und der hat mir dann halt auch so ein bisschen, sag ich mal, den Weg gezeigt. Es gibt mehr als immer nur von einer Scheiße zur nächsten. Boah, das war jetzt gar nicht gut. Und ich hau irgendwie mitten ins Nirgendwo. Ah, ich bin tot. Lieber mal aufs Spiel konzentrieren. Ja, das war halt ein Mensch, der nicht nur in mir einen Störenfried gesehen hat. Dann ging es da ganz schnell wieder bergauf. Ist ja nicht so, dass ich da komplett... Ich brauche diese Feuerresistenz. Ist ja nicht so, dass ich da komplett jetzt irgendwie uneinsichtig war oder zu blöd war zu kapieren, was im Leben wichtig ist. Aber... Ja, wenn du halt in dem System bist... Das Leben presst dich halt immer in irgendwelche Systeme rein. Wenn du erstmal drin bist, klopfst du halt an die Kacke. Aber die hat mir dann geholfen. Dann habe ich mein Real in einem Jahr durchgebuttert. Sogar wirklich nur in einem Jahr. Das war damals sogar eine Schule, die musste ich bezahlen. Die hat monatlich Geld gekostet. Ich glaube, es waren 220 Euro, was eine Menge Geld für mich war. Und das war genau in der Phase, wo ich dann auch zu Hause ausgezogen bin, weil ich auch sehr viele Probleme mit meiner Mutter hatte, weil die war halt immer so eingestellt mit: Du musst irgendwas machen, egal was, und wenn es Müllmann ist. Das war ihr Spruch, dieser blöde Müllmann-Spruch. Das ist, glaube ich, der Spruch meiner Generation. Ich weiß nicht, was es heute ist. Aber früher hat man immer gesagt, irgendwas, Müllmann. Aber Hauptsache irgendwas. Arbeiten musste. Boah, was können die denn immer alles hier? Der Seuchen-Willi. Nochmal grobe Axt, du. Im Nachhinein hat mir das Abitur nichts gebracht, weil ich dann... Das Problem war, ich war dann in so einer Zeit... Ich kenne auch viele, die haben natürlich dann studiert und die studieren irgendwie gefühlt heute noch. Ich kenne einige, die studieren noch mit 36. Und leider war ich in so einer Generation, bevor ich mein Abitur gemacht habe, habe ich einige Praktikas gemacht. Auch ein Jahr sogar, ein sehr, sehr langes. Es ging ein ganzes Kackjahr. Und in diesem Jahr habe ich quasi nichts verdient, hatte aber dann so die Aussicht auf eine Ausbildung. Arbeite ein Jahr und du kriegst eine Ausbildung eventuell in der BSF, riesige Chemiefirma. Oh mein Gott. Oh, what is going on heute? Okay, ich stehe in Lava. Moment mal, der Balken ist so komisch gray. Heißt das, ich kann den noch gar nicht angreifen? Oder was, what is going on? Nee. Oh mein Gott, das ist der Gegner? Und bin direkt tot. Das ist doch der Knilche, die Lampe will. Lampenmann. Jack Lampedusa. Boah, Alter, was? Ach du heilige Mutter. Alles, was ich jetzt so hab, hat mir... Also, es hat mir nichts gebracht, nee. Also, meine schulische Laufbahn... nothing. Muss ich sagen. Ich hole mir auf jeden Fall mal eine Feuerresistenz rein. Ich habe da nämlich meine Liebe zu Videospielen halt einfach zum Beruf gemacht. Auch
nicht geplant. Davor habe ich... Autsch. Davor habe ich über Videospiele geschrieben. Das war auch nicht geplant, sondern ich habe meine Liebe zu Achievements gefunden. Damals bei der Xbox, da habe ich halt diese Leitfäden geschrieben, wie man alle Achievements in Spiel XY bekommt. Und dadurch bin ich dann irgendwann zu so richtigen Artikeln gekommen und habe dann halt über alles Mögliche geschrieben und Spiele getestet und sowas alles. Und da... Ey, was hat der für eine Reichweite? Und dadurch bin ich dann auf... Der lebt immer noch. Der lebt immer noch, der Sack da hinten. Und dadurch bin ich dann auch wiederum zufällig zu YouTube gekommen. Das war auch nicht geplant. Alright, du noch. Ach, come on. Und weil YouTube halt irgendwie funktioniert hat und ich durch meine Kontakte in die Videospielbranche auch diverse Vorteile genießen durfte, bin ich jetzt schon wieder gleich drin. Moment, ist jetzt weg. What? Ach, das war noch... Weil ich dachte eben, das wird eine harte Nuss. Das wird eine richtig harte Nuss, dachte ich mir. Aber der ist ja wieder weg. Ja, und da bin ich halt schon direkt bei YouTube gewesen und jetzt hänge ich ja hier schon ewig bei YouTube rum. Ich mach das ja jetzt schon bald 13 Jahre. Die ersten Videos sind ja gar nicht mehr da. Der Kanal existiert ja schon... ...schon seit wann? 2007 oder so. Und die ersten Videos waren auch Trailer und so kleine... ...so kleine Anzock-Dinger, weil da wusste ich ja nicht mal, dass es Let's Plays gibt. Ich hatte ja gar keine Ahnung davon. Also ich war nicht der erste Let's Player, das will ich damit nicht sagen, aber ich kannte Let's Plays einfach gar nicht. Und ich habe ja auch gar nicht erst Let's Played, sondern ich habe ja eigentlich für die Seite, für die ich tätig war, habe ich im Grunde... Moment, oh, hier ist einer. Für die habe ich im Grunde Videos erstellt. Und YouTube diente eigentlich nur als Plattform, um die Videos halt irgendwo hochzuladen, ja. Also, das haben wir... Oh, was bist du denn? Alter, irgendwie so ein blauer Reaper. Hey, come on. Ach, come on. Ist ja sauschnell. Ich komme ja nicht mal zum Heilen. Leck mich am Ärmel. Ja, es hat halt nie dazu gedient, Let's Plays oder sowas zu machen, sondern es waren einfach nur Videos, die für die Seite gedient haben und YouTube war einfach nur die Möglichkeit, ohne jetzt irgendeinen Server oder sowas zu mieten, für uns halt die Videos hochzuladen und dann auf unsere Homepage einzubetten. Und das war dann so beliebt, dass ich auf YouTube dann halt gemerkt habe, okay, die Leute wollen davon mehr sehen, mach's da halt mal ein bisschen mehr. Positives Feedback ist ja immer eine schöne Sache. Das habe ich dann auch gemacht. Und so bin ich da halt reingerutscht. Am Anfang waren das auf dem Kanal... Hä? Jetzt sind die Hä? Hat es gerade gesehen? Da war niemand. Jetzt ist er einfach vor mir aufgeploppt, der Gegner. Jetzt sehe ich erst den da hinten. Ganz merkwürdige Nummer. Boah, nicht die Klippe runter. Ja.
Der mit seinen Sprengbolzen nervt hart. So, endlich. So, jetzt müssen wir uns mal wieder ein bisschen aufs Spiel konzentrieren. Wir wollen ja heute noch vorankommen. Hat er was zum Looten? Nee. Ja, und dann habe ich halt angefangen mit Let's Plays. Und ich weiß noch, mein erstes Let's Play war die Demo von Warhammer Space Marine. Da hatten wir damals eine Demo-Version. Das war halt auch ziemlich geil, weil damals hatten wir ja dann auch Presseeinladungen. Das Verrückte ist, ich wurde damals zu jedem Kram eingeladen. Als ich noch geschrieben habe, wurde ich zu jedem noch so kleinen Event eingeladen. Also, man wurde verwöhnt von den Publishern. Wirklich, man wurde richtig verwöhnt. Ich weiß noch, als Killzone 3 veröffentlicht wurde, haben die uns damals in der Schweiz in so einen alten Bergstollen irgendwie da eingeladen. Ja, so einen alten Bunker war das. Und na, der hat ja einen Parasit. Wow, 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 wow. Jetzt. Und da musste man damals über so ein Hate-Mean-Feld rennen. Ne, und da haben die so inszenierte Explosionen gemacht und alles. Dann waren wir in diesem Berghain oder was es da war drin. Alles so im coolen Killzone 3 Design und Crysis wurde vorgestellt noch. Es war irgendein PlayStation-Event. Wir haben dann damals Crysis noch mit vorgestellt. Das war so extrem cool. Aber heute, also heute minimal zu den Dingen, wo ich eingeladen werde. Früher ein Event jagte das nächste. Alter, der Reaper ist wieder hier, ne? Jo. Der verteidigt das Item da drüben. Das muss ja wirklich ein Goldschatz sein. Ah. Eine Schlangenölgranate. Ja, da gab es noch richtig geile Events. Aber das haben die leider alles. Ich meine, es gibt bestimmt heute immer noch geile Events. Nur leider bin ich nicht mehr eingeladen. Und damals hatte ich überhaupt gar keine Reichweite. Also das war schon recht erfolgreich so, die Seite an sich. Aber der YouTube-Kanal ist natürlich deutlich größer und hat deutlich mehr Einfluss. Aber, ja. Trotzdem bekomme ich da nicht wirklich was. Leider. Wo gehe ich denn da hin? Ich will auf jeden Fall noch diesen Reaper killen, aber ich will erstmal gucken, ob es hier oben irgendwas Interessantes gibt. Und vielleicht auch ein Speicherpunkt. Wäre natürlich auch nice. Eine Kiste und eine Erinnerung. Hm. Boah, das ist aber auch ein Brett, das Ding. Sieht aber geil aus, ne? Hat was. Okay, das war jetzt sehr informativ. In dem Game sieht irgendwie fast jede Rüstung geil aus, ja. Designmäßig geizen die hier nicht rum.
Allgemein, die Optik vom Spiel finde ich Hammer. Mir gefällt die sehr, sehr gut. So. Haben wir hier so ein Ding im Weg. Aha. Was ist denn das? Vorsicht. Augen ohne Ende. Ja, schön. Och, da ist ja auch noch so... What? Ist das jetzt so eine Art Standardgegner? Okay, das finde ich gar nicht gut. Das gefällt mir jetzt aber gar nicht. Wenn das die neue Norm hier ist. Alter, er kommt direkt hier rausgeschossen. I don't like this, my friend. Und noch einer, oder wie? Ah ne, ist nur so ein kleiner Jerker. Gib mir. Ein Auge habe ich bekommen. Wie weit ich im Progress bin, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Da drüben steht einer rum. Da lungert einer. Okay, das Tor hier drüben ist auch massiv. Was ist das jetzt für ein Geräusch? Bam, jetzt erstmal die beiden hier wegholen. Ist das Spiel ein Remake? Nein. Lords of the Fallen. Das Original ist ein komplett anderes Spiel. Also, klar, es ist auch ein Souls-like. Ist auch ein cooles Spiel. Ich fand es gar nicht so schlecht. Das könnt ihr auch auf meinem Hauptkanal euch komplett angucken. Habe ich damals, als es noch neu war, durchgespielt. Und ich mochte das ganz gerne. Au, ey, wo denn noch? Alter, was bist du denn für einer? Das ist wieder so ein Flammenhaini, ha? Oh, boah. Also ja, das Originalspiel ist ein komplett anderer Titel, ein komplett eigenständiges Spiel mit einer komplett anderen Geschichte. Also ich habe jetzt hier keine Parallelen gesehen. Aber, was man sagen muss, ein ähnliches Design, finde ich. Dieses, ja, kirchliche, was das Spiel hier hat, ne? Mittelalter Kirchendesign. Ist ja nur geschändet. Das haben die beiden Spiele auf jeden Fall gemeinsam. Es ist zwar immer noch ein bisschen anders natürlich, auch eine andere Optik, weil das Spiel ja schon wieder 10 Jahre oder so alt ist. Ich glaube, es kam 2014 raus, wenn ich mich nicht irre. Dementsprechend, klar, ist da natürlich ein grafischer Unterschied, aber es sah damals sehr gut aus. Ich finde, es sieht auch heute noch sehr gut aus für sein Alter. Und ja, kann man nachholen. Wenn man mehr Souls-like Games haben will, kann man auch Lords of the Fallen, das Original, spielen. So, wo geht's denn jetzt hier weiter? Das ist eine echt miese Gegend. Auch nochmal so ein Flammen-Johnny. Zum Glück habe ich so viel Gift. Klar,
Ah, treffe ich ihn wieder nicht. Was macht er denn hier? Daneben. Dem Typen haben wir übrigens das Schwert. Das ist das Schwert, was wir hier spielen. Na, hier hängt es in der Wand. Das habe ich gefarmt. Das hat so, keine Ahnung, 2 Stunden gebraucht. Das kriegst du leider nicht so schnell. Habe ich beim Rendern den 100 Mal oder so weggeballert, den Typen. Pennen die Viecher. Schlafende Hunde soll man ja nicht wecken, sondern abstechen. Eine Mimikmotte einmal. Ich habe erst eine davon gesehen. Kann man die töten? War nämlich ganz schön asozial, das Vieh. Ring des Nachtfeuers. Verursacht zusätzlichen Feuer- und Schwächungsschaden. Das würde eigentlich mit meinem Schwert ganz gut passen, ne? Das würde mit meinem Schwert ganz gut passen. Bisschen weniger Vitalität, aber das führt mehr Feuerschaden. Nachts nackt auf dem Friedhof. Alter, die Schreie. Was ist das für Geräusche? Echos der Vergangenheit, oder was? Gequälte Seelen. Also vom Stil her erinnert es mich eher so ein bisschen, jetzt wo ich meinen Helm hier trage, habe ich so ein bisschen Demon's Souls-Vibe. Für mich immer noch das beste Souls-like mit Bloodborne. Besonders das Hammer des Präparators. Haben wir jetzt gleich einen Boss? Ist hier irgendwo ein Blumenfeld? Weil wenn da jetzt gleich ein Boss kommt, das sieht so bossig aus. Boah, das hat Style. Also ich finde, Demon's Souls sieht halt optisch auf der PS5 so gut aus. Das ist so ein geiles Game gewesen. Das habe ich echt gerne durchgespielt. Hat richtig Spaß gemacht. Das hat richtig Spaß gemacht. Ah, okay. Man kann das Vieh also töten. Gibt es dann irgendwie geilen Loot? Hier bekommen. Agilität und Stärke. Macht Blutung 100. Alter, Axt des Vernichters. Der Hammer. Glockenstab. Alte Mornstead Pike. Ist das große fette Schwert? Hölzernes Kreuz? Was hat er denn da eben gerade eingesammelt? Ah. Bah! Geh weg! Boah, ich wette, hier kommt... Oh, das sieht aber sowas von stark aus, ne? Also das hat echt eine geile Atmo.
Also das ist echt ziemlich strong hier. Auch ganz interessant, davor war man in der Giftgegend, jetzt dann davor war man in dieser Strahlengegend, jetzt ist man in der Feuergegend. Also jede Gegend hat auch so sein Element, sag ich mal. Ein Schlüssel, Questobjekt, ah. Oh, nice. Irgendjemand geht mir auf den Sack. Gibt es eigentlich, weil man levelt ja in dem Spiel wahnsinnig schnell, ne? Ich bin jetzt schon Level 84. Man levelt echt unglaublich schnell, finde ich. Auch ohne, dass man groß grinden muss. Gibt es eigentlich irgendwann... Oh, wo sehe ich jetzt hier meine Ausdauer? Gibt es irgendwann so ein Hardcap, Softcap und so wie in den anderen Souls-Games... 75. Echt? Bei 75 erst? Dann ist Schluss. Also 75 kannst du reinbuttern und dann kommt Hard... Also dann ist Schluss oder dann bringt es nur weniger? Weniger beziehungsweise eher Schluss. Okay, nice to know. Nice to know. Eine Karte. Ich, wo zum Geier sehe ich denn die Karten? Charaktertagebuch. Karten, hier sind die Karten. Aber die bringen ja nichts. Oder ich meine, was willst du aus der Karte lesen? Gar nichts. Aus der Karte kannst du irgendwie nichts Nützliches herauslesen, finde ich. Aber ich finde, in dem Spiel levelst du unglaublich schnell. Boah, was bist denn du für ein infernales Drecksvieh? Oh, das ist ein Boss! Infernale Zauberin! Ich hab nicht mehr gelesen, dass es ein Boss ist. Alright. Oh, sie hat Parasiten und ich... What? Alter! Was lief da denn eben gerade schief? Wow! Okay, das ist ein riesiger Feuersturm. Mit 75 in einem Skillpunkt kriegst du keinen Fortschritt mehr anscheinend. Okay, ich muss hier auf jeden Fall Feuerresistenz auf mich drauf klöppeln. Und die Parasiten weghauen. So, hier drüben geht's los. Gib mir das. Let's go. Macht aber auch einen Wahnsinnsschaden. Autsch. Oh, da hinten ist Schluss. Okay, das ist nicht so gut. Oh mein Gott. Okay, ich muss diese Parasiten entfernen. Aber wo sind die? Wo hängen die denn rum? Autsch. Ey, Wahnsinn.
Uiuiui, nee, so geht es nicht. Wo hängen die denn rum? Jetzt sind die da hinten irgendwo? Habe ich alle? Ne, da ist noch einer. So, jetzt habe ich alle. Okay, ich muss sie auf jeden Fall sofort wegmachen. Au! Okay, du bist schnell. Du bist sehr schnell. Und du bist irgendwie weg. Ah, treffe ich nicht. Oi, 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 was ist das denn jetzt schon wieder? Komm schon, stirb! Alright. Okay, Ausdauer, Vitalität geht noch weiter. Na, hier gab es eh nicht wirklich viele Seelen oder Kraft oder was auch immer, wie man es nennen mag. Also laut meinen Stream Analytics läuft der Stream eigentlich sehr gut. Ich sehe hier keine Verluste oder sonst irgendwas, wo ich sagen könnte, okay. Ah, nein. Weg. Och Mann, der visiert wieder nicht an. Ein Gegner. Der Magma-Ring. Also wie gesagt, eigentlich müsste der Stream gut laufen. Hier brennt wohl jeder heute, ha? Von der anderen Seite. Alright. Dankeschön. Fliegel. Das Feuerkultisten. Klingt ja witzig. Es gibt ja Menschen, die schwören auf Dual. Zwei Waffen. Zweimal Fliegel, einmal Blutung, einmal Feuer. Und schon klatschst du hier die Massen weg. Ah, und da ist noch ein Feuerhund. Au. Na, boah. Ach, komm schon. Ich wieder niemanden anvisieren kann. Jetzt geht's wieder. Das ist so anstrengend. Also dieses Anvisieren, das nervt mich unglaublich. Alright. Oh. Wow, 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 wow! Ein Verheerungsring. Armbrust des Fallenstellers. Da wollte ich mich auch noch drum kümmern.
Was haben wir hier? Munition, Mana-Stein. Ach du schon wieder, Alter. Such dir doch mal ein Hobby. Der Kleine da hinten nervt hardcore. Geh weg. So. Die, Mother F. Die. Rimmen. Dankeschön. Sportcoach, guten Morgen. Guten Morgen, mein Freund. Einige Menschen kommen erst jetzt zu sich. Ganz interessant, dass morgens quasi fast genauso viele Menschen da sind wie abends. Hätte ich eigentlich ehrlich gesagt auch nicht mitgerechnet. Und interessanterweise sind die morgens auch aktiver im Schreiben als abends. Ich glaube, abends pennen alle. Kommst nach so einer harten Schicht. Kommst du rein hier, deine Tür und denkst, ach, kein Bock, he's schon streamed. Maximal noch irgendwie nebenbei laufen lassen. Aber schreiben kann er sowas von vergessen, der alte Kies. Dem schreibe ich garantiert nichts in den Chat, der blöden Sau. Jetzt hier lang. Blut. Ein Giftmesser habe ich auch noch nie gefunden. Ja, abends sind die Leute alle ausgebrannt, müde, gebrochen. Boah, ich frag mich wirklich, ob mein Schwert eine gute Wahl ist bei diesen ganzen infernalen Feinden hier. Boah, hier ist Ende. Boah, was war das? Och, nee. Was ist das für ein Geräusch? Ach, jetzt kommst du, Alter. Ja, ich bin sowas von tot. Ja, der... Das ist einfach so ein mieser Piss-Assi. Andere sind irgendwo auf Tropeninseln. Ah, ihr habt ein Leben. Ihr habt ein Leben, Leute. Ich bin gerade auf einer tropischen Insel am Chillen und guck da einen Stream. Yuki, dankeschön für den Sub. Waren wir hier schon? Hi. Jetzt können wir uns kloppen, Alter. Ne, hier waren wir noch nicht. Man findet immer wieder Abkürzungen, Mittel und Wege. Okay, es war aber nur eine Abkürzung. Huh. Nothing special.
burn it down. So, hier noch ein bisschen Juice. Hier oben ist nichts. Ah, was war hier unten? Achso, das ist der Weg. Liegt sogar noch ein bisschen Seele rum. Da liegt sogar noch ein bisschen Seele rum. Ah, da ist noch einer und da war noch Loot. Bam. Alter, was hatte der denn jetzt vor? Vergiss es, Alter, vergiss es. Schon wieder so eine Armbrust. Und mindere Feuersalz. So, mal hier muss ich ja dann eigentlich schon in die Geisterwelt. Weil hier ja Geister sind, die wir entfernen müssen. Und Johnny Lombosi. Und irgendwas ist hinter mir. Was? Bildest du dir ein, plötzlich hinter mir sein zu dürfen, ha? Johnny? Au! Boah, kommt ja weit nach vorne. Klar, visiere ich wieder irgendjemanden an, den ich gar nicht anvisieren will. Stecke ich denn jetzt schon wieder drin? Ich hänge irgendwo drin. Ich kam nicht weg. Und das ist mein erster Durchlauf, ja. Ich habe es direkt verkackt. Und er hat direkt meine Seelen. Das Anvisieren killt mich einfach. Das Anvisieren ist mein ultimativer Nemesis. So, nochmal hier hoch. Gib mir so ein Gift. Echt, du kommst auch noch? Nicht mitgerechnet. Auch die geben nur kleines Delarium und immer noch diese blöde grobe Axt, die ich tausendmal schon gelootet habe. So, hier war der Hund. Au. Nee. Ja. Alter, was geht hier schon wieder für eine Show? Alle tot? Yo. Ab, 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 ab. Nein, ich steck schon wieder in einem Gegner drin. Das in derselben Stelle. Gibt's doch nicht. Ich
Gib ihn. Hau ihn jetzt kaputt. Den Schweinehund. Sag mal, haben die das mit dem Ernten der Kraft beschleunigt? Kann das sein? Weil davor stand der immer da und hat die Laterne so gehalten und hat das so... Wumm, dann war es erst drin. Und jetzt ist mir aufgefallen, der schnappt sich das relativ schnell mittlerweile, seine Kraft. Kann es sein, dass sie das irgendwie beschleunigt haben? Weil das war ja auch super nervig in einem Bosskampf. Du stehst halt erstmal 30 Sekunden gefühlt in der Gegend rum, bis du irgendwas machen kannst. Das war nämlich gar nicht cool. Nun, boah, woher kommst du denn jetzt? So, gehen wir mal hier rüber. Okay, warte, ich muss jetzt hier runter. Und hier ist Ritzi. Der kleine hässliche Gargoyle. Hier wären Bomben gewesen. Nice to know. Bei mir kommt es so vor, als hätten die das irgendwie beschleunigt. Das Ernten der eigenen Seelenenergie. Alter, eine Feuerhexe. Boah, die hält auch gut was aus. Stabil, die Oma. Oh, die explodiert auch noch. Alter, und die gibt mir noch voll einen mit. Och nö, da hinten ist die nächste, oder was? Leck mich am Ärmel. Na, die lebt noch. Was? Was war denn das für ein Move? Das war ja wirklich quasi nochmal der Boss. In Mini. Bogen des Läufers. Wenn ich ihn upgrade, könnte der ganz witzig sein. Dann könnte der ganz witzig sein. Was war das? Bam, erstmal hier rein. Ist das ein Reaper? Oh, no. Stirb, Alter. Du! Go away. Mehr von den kleinen Dreckschweinen. So.
Kann ich hier irgendwas tun? Hier unten rennt einer rum, der hat einen Parasite im Ass. Ah, wie es scheint, müssen wir hier rüber, aber ich kann das nicht anvisieren. Warum geht das nicht? Ich kann den da anvisieren, aber ich kann das hier nicht. Das müsste doch gehen, oder? Nee. Komme ich nicht ran. Von hier aus? Ja. Pier! Dankeschön! Dankeschön! So, jetzt komme ich hier rüber. 8 Monate. Au, boah. Was? Die können... Seit wann können die Fernkampf? Ach du... Oh nein! Ich dachte, das würde mich nicht umbringen. Ich wollte runterrollen und mich heilen. Alter, haben die eben ausgeteilt. Auf einmal bomben die los, als gäbe es keinen Morgen mehr. Oh, ein Hund. Und noch ein Hund. Wo ist dein Parasit? Da hinten. Nein. Oh, knappes Ding. Jetzt schießen die da oben wieder runter, oder was? Alter, hier werde ich jetzt so auf die Fresse geben. Stirb. Gibt's hier vielleicht irgendwo ein Blumenbeetbett? Beetbett? Ein Gebetsbett? Wo ich meinen Samen reinjissen kann, oder eher negativ. What is this? Ilian, you can't just run off like this. You had everyone at the orphanage worried sick. I know it's not easy, but it can be a frightening place at times, so I want to give you something very special I've had since I was a little girl. When I used to get scared, I'd hold it very, very tightly, and that's when it would reveal its magic to me. And I'd know there was no need to be afraid. So the next time you get scared, I want you to be a brave girl and do the same thing. Understand? There's nothing to be afraid of, Ilian. I promise. Ein seltsamer Stein habe ich bekommen und am Prall Reste. I'd heard things in Mondstadt were bad, but this... Centuries of madness and slaughter. Atrocity upon atrocity committed by man and Rogar alike. If all this really resulted from the presence of the rune, then... Bam. Babam. So, den erstmal wieder weggefegt. Alter, die Armbrust ist ja riesig. Die der Kollege hat. Bams. Gewand des Fallenstellers. Habe ich sowas schon mal gefunden? Ich denke ja. Ich denke ja, dass ich sowas schon mal gefunden habe. Aber ich habe schon so viele von diesen Wegelagerern hier weggemetzelt.
100 pro. Oh no 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 no. Ich habe schon wieder auch nothing. Was ist da hinter mir? Was ist da hinter mir? Alter, dieses Spiel mit seiner Kamera. Das ist der wahre Endgegner. Kein Gegner ist so hardcore wie die Kamera. Och Mann, och nee, 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 ich hab doch nix, Alter, ich hab doch nix. Nein! Och, ich hab doch nix, Bruder. Was ist das denn für ein weiter Weg? Und er stirbt sogar noch. Ich hab doch nichts, mein Freund. Ich bin doch schon ein nackter Mann. Das ist echt ein weiter Weg darunter. Ein weiter, weiter, sehr, sehr anstrengender Weg. Muss doch irgendwo einen Busch geben. Sehr gut, die ganzen Bad Boys. Ignorieren wir mal. Zumindest die, die wir ignorieren können. Weil sonst kommen wir nicht da unten an. Yo, Kollege. Muss nicht sein, Alter. Muss nicht sein. Psst, hey. Lala Banana, Dankeschön. Für diese zuckersüßen Subs, Bits, Subs, Bits. Man kann es durcheinander bringen. Warte, wie bin ich hier nochmal weitergekommen? Ah, hier runter springen. So, und hier waren ja ganz viele von den hässlichen Gargoyles oder was auch immer das sein soll. Ich kann keinen anvisieren. Mein Gott, ist das ein Kamerageflipperer. Wow. Mein J, ey. Hier rüber. Puh, nee, komm ich nicht. Muss es erst verbiegen da unten. Und der hier muss auch weg. Nein. Let's go. Au. Klar, schießt ihm jetzt nochmal in den Rücken. So, Vorsicht, das sind hier die ganzen Inferno-Boys. Alter. Alter. Ey, das gibt es nicht. Bis ich mich umdrehe, ist der schon wieder an mir ran. Was die für ein Ads-Damage machen. Na, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Ich will das looten. Ach, das war's. Naja. Das war jetzt nicht so geil. Yo, dich habe ich gesucht. Kann ich ja keins platzieren? Verarsch mich nicht. Das ist doch ein Blumenbeet. Ha.
Was ist hier los? Oh, besser. Noch besser. Geil, Mann. Ja, das Ding habe ich übersehen, weil ich nach unten gecrashed bin. Okay, hier drüben ist irgendwann eine Abkürzung. Warum macht das eigentlich immer so viel Spaß, in Souls-Likes durch Sachen durchzurollen? Ne? Das ist irgendwie immer ein befriedigendes Gefühl. Ist einfach schön. Einfach durchrollen. Ich glaube, da unten könnte es eventuell zu einem Boss gehen. Weil die nicht zurückschlagen. Das ist ein Argument. Au, was ist das denn? Sind das Minen? Ey, komm schon, Kumpel. Moment, jetzt bin ich doch wieder in diesem Startgebiet, oder nicht? Nee, ich bin woanders. Was zum Geier geht jetzt? Was war das denn? Auf einmal macht irgend so eine Massenexplosion. Und noch einer. Dankeschön. Was gibt's hier? Warum leuchtet das so merkwürdig, Jizzik? Autsch. Jede Gasse ist voll. In irgendwelchen Drecksviechern. Bitte stirb. Dankeschön. Was bist du? Wächter. Ist das eine Rune? Weil ich weiß, es gibt ja auch irgendwie noch Runen. Da muss ich mich auch mal mit beschäftigen. Damit kann man auch nochmal die Waffen verbessern. Mit irgendwelchen Runen. Da eine Rune gefunden. Also wie gesagt, das Anvisieren ist oft echt Pain. Guck mal, vor mir ist der Gegner und ihr visiert irgendeine Vase da hinten an. Ach, du bist auch wieder da. Und du, what? Was? Leck mich am Ärmel. Jetzt kommen die einfach so wieder als normale Gegner oder was? Ihr wollt mich verarschen, oder? Oh mein Gott, und er hält auch noch super viel aus. Kommen wir wirklich als Standardgegner wieder. Rip. Rip, einfach nur Rip. Die kommen jetzt wirklich wieder als Standardgegner. Okay, das Spiel. Das Spiel will ja nochmal richtig auf. Buttern. Auch nochmal dieses andere hässliche Ding. Und das Problem ist, dass sie auch wieder spawnen, ne? Au.
Ach komm, oh come on. Warum seid ihr jetzt auf einmal alle so krass? Was? Ey, der Gegner ist vor mir und ich visiere wieder irgendwas da hinten an. Oh, da kommt der nächste. Und noch einer. Und was ist es? Ein Stein. Ha. Werde ich angegisst, aber von wem? Oh, guck mal hier. Das nutze ich sogar mal. Und eine Truhe. Schwert aus Haut und Zähnen. So, machen wir die mal weg. Und dann, ja, was habe ich für eine andere Wahl? Dann stärke ich mich hier. Dann stärken wir uns erstmal hier. Ja, wir haben nämlich einen mega Brocken vor uns. Weil im Endeffekt. Au. Was ist das denn? Da hinten bekommt irgendwas Schaden. Weil im Endeffekt muss ich jetzt zwei Endbosse synchron besiegen gleich. Oder ich den einen irgendwie rauslocke. Okay, das wollte ich eigentlich nicht. Irgendwie haben die hier in der Gegend echt ein ganz, ganz dickes Upgrade bekommen. Weil davor habe ich hier mit so zwei, drei Schlägen noch gepackt. Jetzt brauche ich jetzt sogar schon für die ganz kleinen schon drei. Die sind hier in der Gegend plötzlich richtig, richtig buff. Wie läuft das Game so performancemäßig? Bei mir sehr gut, aber ich habe auch einen guten Rechner. Einen sehr, sehr guten Rechner. Ich kann also nicht für andere Systeme sprechen. Ich habe so ziemlich das Beste, was man so im Standardbereich kaufen kann. Ist ja alles drin hier, 4090, der neueste i9. Auf dem Mega-Rechner läuft es mega gut, aber ich habe gehört, auf nicht so, also auf soliden Systemen, die auch schon echt gut sind, läuft es trotzdem nicht gut. Aber wie gesagt, ich kann es nicht beurteilen. Boah, jetzt muss ich ihn echt nochmal besiegen, den Sack. Ich komme wieder nicht weg. Was? Hä, wo ist er hin? Ist er gedespawnt, weil ich zu weit weg war? Oh nee, sag mir nicht, dass der jetzt. Ah, ist hier unten wieder voll geheilt. Das war natürlich jetzt richtig scheiße.
Aber hier unten war ja noch irgendwo ein anderer Boss, ne? Oder war der nur, weil ich in der Zwischenwelt da war, in der Geisterwelt? Okay, das ist natürlich dann besser, wenn ich jetzt so rangehe. Hast du einen Hänger? Na, Kumpel. Klar musst du mich treffen. Oh, da drüben ist noch Feuer. Ich sehe wieder nichts, weil die Flammen mir im Gesicht hängen. No, no, no. Ach, ich häng da in der Mitte. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Hinter mir war dann dieser andere. Okay, ich darf auf gar keinen Fall in diese Welt da rein. Konadaka, dankeschön. What? Ich spawn hier? Das will ich aber nicht. Na, ich wollte teleportieren, nicht ruhen. Ich spawn natürlich unten. Na, jetzt habe ich schon wieder ruhen gedrückt. Oh. Interagieren, runter, teleportieren. Ab ins Wirtshaus. So. Das war ein bisschen zu weit. Aber dadurch habe ich einen ärmlichen Hut gefunden. Guter alter ärmlicher Hut. Ich will eigentlich... Kann man die wegschießen? Nee. Ätzend. Absolut, ich geh drauf. Absolut ätzend. Wo war der? Der war direkt hier schon. Warum explodiert hier schon wieder alles? Hör auf! Was? Oh, come on, der wird zum Selbstmörder. Ich muss irgendwie mich ein bisschen buffer machen. So, hier unten ist jetzt der hier und Fettsack Jones. Können die sich nicht gegenseitig bekriegen? Autsch. Oh nein, die Kamera. Die Kamera. Ich will eigentlich nur den... Der hier, der hat zielsuchende Dinger. Der muss weg. Stirb bitte. Kamera, was visierst du denn schon wieder alles an? Okay, die greifen sich nicht gegenseitig an. Darauf hatte ich nämlich so ein bisschen Hoffnung. Moin, du Kötervieh. Tot, tot.
Okay. Der will's wissen, ne? Der folgt mir wirklich durch alle Ecken. Der folgt mir hier durch alle Ecken. So, da gibt's aber irgendein besonderes Item. Irgendwas war ja da an dem Baum, deswegen müssen wir den jetzt vernichten. So, erstmal den wegholen. Und den wegholen. Anscheinend nicht. Das war nix. Boah, ich häng wieder in irgendwelchen Flammen. Wo hänge ich denn jetzt? Ich komme nicht weg. Da ist eine unsichtbare Wand. Alter, ich konnte mich eben nicht bewegen. Ach, hat er das eingegrenzt oder was? Komm nicht weg. Wow, was war das denn? Was war das denn? Wann die nächste Nvidia-Generation kommt, ich kann es nicht sagen. Ich weiß es selber nicht. Ich habe selber leider keine Ahnung. Boah, das macht richtig Damage, wenn er da so von oben runter jumpt. Kann man den Dude denn gar nicht vergiften? What? Oh Mist, genau jetzt. Warum kann ich dem seine Seele nicht rausziehen? Jetzt. Endlich. Ja, es kommt noch. Was? Er hat nicht mal Loot gegeben. Oh, jetzt müssen wir alles hier noch säubern. Dankeschön. Dann muss ich in die... Alter, der steht hier direkt davor. Ach, ätzend. Da will ich gar nicht wissen, was da noch los ist. Erstmal die ganzen kleinen Drecksviecher wegholen. So, Feuersalz gibt's hier noch. Irgendwo war doch noch dieser Jizzer. Okay, da unten. Ich
Wow, wow, wow. Ich war noch... Alter, hat der mich direkt pulverisiert. Wow. Jetzt ist der Typ wieder da. Aber ich will wissen, was das für ein Item ist. Ich will wissen, was das für ein Item ist, was er da unten verteidigt. Bam. Bam. So, jetzt kann ich schon mal runter. Jetzt kommen mal wieder diese ganzen kleinen... Ja, das geht schneller. Das geht definitiv schneller. Ich weiß noch, ich habe mich in den Folgen davor extrem aufgeregt, dass es immer so ewig lange dauert, seinen Dreck zu looten. Mann, hier ist ja wirklich überall Feuer. Ah, genau jetzt. Oh, jetzt bin ich wieder tot. Obwohl, ich lebe noch. Kann man mal... Ach, ich will den anvisieren. Das gibt's nicht. Ich schlag den doch kaputt. Dieses Anvisieren, Alter. Mach mich fertig. Wow. Das war nix. Wow. Wir sehen hier wieder alles an. Ich will doch nur dieses Item. Aber dafür müssen wahrscheinlich erst alle hier tot sein. Alter, guck, ich wechsle nicht mal. Der visiert hier alles an. Crazy. Komm ja nicht raus. Habe ich ihn? Weiß es nicht. Ich glaube ja. Er gibt eine große Scherbe, das ist ja schon mal nett. Ui. Kann ich das anvisieren? Ja. Nein, ich habe den Bogen aus Versehen noch ausgewählt. Och. Dreck. Was? Warum? Warum holt er das alte... Muss der wirklich tot sein, der Gegner? Da ist es. Wo sind flutlicher Meißel? Ich habe einen Meißel bekommen. Der ganze Ärger für einen alten Gammelmeißel. Naja, aber Nvidia hat ja auch erstmal ziemlich rausgeballert, was ihre Grafikkarten und Co. angeht. Also von daher
sollte das ja erstmal passen. Ein gutes Item. Ich weiß noch nicht, was es kann. Ich weiß noch nicht, was es kann, dieses Item. Ist das eine Waffe? Der Meisel oder was ist das? Ein Giftmesser. Hier. Ein uraltes Werkzeug, das verwendet wird, um zusätzliche Fassungen in einer Ambrall-Laterne zu schaffen. Ah, damit kann ich meine Laterne aufwerten. Sowas habe ich noch gar nicht gefunden. So, jetzt bin ich aber hier und ich frage mich, wo muss ich hier lang? War ich hier nicht schon? Es kommt mir immer alles so vertraut vor. Man denkt immer so, da war ich doch schon. Ist doch alles schon irgendwie ein alter Schuh. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht war ich hier aber auch nicht. Huh. Autsch. Warum visierst du wieder? Es ist wirklich, es ist das Anvisieren, was mich tötet. Ohne Kack. Er hat irgendwie da hinten dieses Gefäß wieder anvisiert. Und plötzlich schlägst du ins Leere. Das ist so ermüdend. Das ist wirklich unglaublich ermüdend. Ich frage mich, wann sie das fixen. Och, ja, aber das haben wir ja schon gemacht. Vielleicht haben sie jetzt irgendwas gepatcht, weil es kam heute ja ein Patch. Ja, es ist aus. Aber irgendwie... Das ändert nichts. Also nicht auf der PC-Version. Das macht mich echt fertig. Das macht mich echt fertig. Ach, jetzt treffe ich dich. War ich nicht doch eben eine Truller? Yep, da war noch eine Truller. Ja, das ist halt einfach unerträglich, meines Erachtens. Spiel ist so unglaublich unpräzise, was das angeht. Wow. Wow. Ja, guck, ich visier wieder den hinten an und... Das macht einem echt das Leben schwer. Geschmackloser Schild. Hm. Alright. Gezackter Stab. Sieht eher aus wie eine Riesenaxt, aber na gut. Hm.
Hier ist eine Leiter. Hier oben ist wieder so ein Inferno-Knilch. Ja, guckt euch an, wie sehr das hin und her springt. Egal, ob ich die Option an oder aus habe. Es ist halt so ein reines Ping-Pong zwischen den Gegnern. Das ist unglaublich bescheiden. Leider. Dann auch diese komischen, schnellen Kamera wechseln. Weil hier spawnen ja dauernd Gegner dann auch aus dem Nichts. Dann bist du plötzlich irgendwie mit der Kamera ganz woanders, während der andere Gegner ja noch lebt. Autsch, Autsch, Autsch! Jetzt dreh hier nicht durch, Kumpel. Wohin? Nein, du sollst nicht auf das... Das meine ich, genau das meine ich. Er visiert sogar irgendein Objekt an, wo er gar nicht anvisieren soll. Ja, vielleicht ist es irgendein Controller-Problem, aber man sieht es ja beim Spielen. Es ist nicht erfunden, es ist ja da. Ich habe alle Optionen durchgetestet und ich kriege es auf jeden Fall nicht los. Also das müssen die unbedingt in den Griff kriegen, weil es stellenweise echt eine Zumutung ist. Stellenweise ist es echt eine Zumutung. Okay, hier kann man rein und da kommt direkt irgendein Vieh. Lava-Ausbruch. Mann, sind die Level gigantisch und verwinkelt. Echt heftig. Was für Riesengebiete das sind, ne? Ich benutze einen Xbox-Controller. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass mit einem PS... Oh nein. Oh nein. Oh no, brother. Oh, guck mal hier, die Startwaffe kann man hier nochmal bekommen. Beeil dich. Nice. Sieht auch wieder so nach Boss-Area aus irgendwie. Was ist das da hinten? Standardflammenhexe. Oh, hier ist sogar ein Blumenfeld. Aber ich habe leider keine Saat des Bösen. Wenn ich jetzt hier wieder drauf gehe, ist das ein ewig langer Weg. Das wäre nicht so geil. Ring der Näherung. What? Ah. Ring der Näherung. Ein Ring mit einem Bluteffektzahn gewährt Gesundheit zurück, wenn ein Feind getroffen wird. Klingt sehr hot. Klingt sehr, sehr hot, der Ring. Der Näherung.
Wow. Da legt sie direkt los. Autsch. Ach, verdammt. Jetzt kommen die Kleinen. Nee, da muss ich raus. Kleinen müssen zuerst sterben. Die wird mich sowas von fertig machen. Alte Hexe, wow. Das, was war das eben gerade für ein Quickball? Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich häng irgendwo im... Irgendwo. Das war's. Aber ich habe ja noch, Gott sei Dank, den hier. Ich persönlich finde halt, die From Software Games sind einfach irgendwie, wie soll ich sagen, sauberer programmiert. Da funktioniert einfach hier auch das Schlagen und so alles, alles halt doch besser. Oh Gott. Yo. Gibt es hier irgendwo eine Abkürzung? Normalerweise, wenn da so ein dicker Boy kommt, hat man doch immer noch eine Abkürzung. Hier schlummert irgendein Vieh. Hier geht es nur direkt in die Hölle, wenn man will. Weil jetzt habe ich ja gar nichts. Das wäre nicht so gut. Aber anscheinend werden wir bei nichts bleiben. Aber... Wir sind so oder so. Ja, ich habe leider keinen Samen. Mein Samen ist erschöpft. Tja gut. Ich kann mich jetzt nur von dem abschlachten lassen. Hier ist nur der Dude und die Dogos. Na, kannst du hier hochspucken? Mal gucken, ob irgendwo noch eine Abkürzung ist oder sowas. Weil ich habe zero Heilung. Woher kommst du denn? Jetzt. Kann ein Mann nicht mal auf einen Gegner in Ruhe einschießen? Autsch. Ey, das gibt es nicht. So, schaue ich mich hier nochmal ein bisschen in Ruhe um. Ah, das wollte ich gar nicht, sondern die Laterne. Nochmal hier saugen, weil hier liegen noch ein paar Seelen rum. Echt keine Abkürzung oder sowas. Was war hier? Hier war nur die Kiste. Oh, was ist das? Da war ich noch nicht. Ah!
was ist da? What? Der ist da auch noch drin? Habe ich ja gar nicht gesehen. Waren wir hier schon? Das kommt mir so vertraut vor. Ich glaube, hier waren wir. Sind wir nicht von hier sogar irgendwie gekommen? Zerstörte, ja. Die Brücke. Okay, jetzt wissen wir schon mal, dass es wenigstens... Wow. Bist du etwa immer noch hier? Wow. Du bist ja ein hasserfüllter Freak. Danke. Oh geil, ich hab Samen. Ich habe Samen gefunden, meine Kinder. Oh, warte, ist das die... Yes! Okay, jetzt haben wir einen relativ kurzen Weg zum Boss. Ja, aber hier machen wir erstmal eine Pause und beim nächsten Mal geht's weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß, ihr Menschen auf YouTube. Hashtag, ich hatte Spaß in die Kommentare, um ein wenig zu unterstützen, bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und tschüss.